Wie lange schon kreisen die Aktienmärkte um die Frage Stimulus ja oder nein? Stimulus vor der Wahl ja oder nein? Heute fällt die Entscheidung. Zumindest hat das so Nancy Pelosi von den Demokraten gesagt, die einen Deadline ja gesetzt hat und gesagt hat, am Dienstag, da muss es passieren, da müssen wir uns einigen. Und die Märkte sind so ein bisschen nervös. Man hat immer wieder gehofft, es kommt was, dann hat man Signale erhalten, kommt vielleicht doch nichts, dann hat man ein bisschen abverkauft, dann wieder Hoffnung geschöpft. Gestern war es Stimulushoffnung, die die Märkte zunächst mal nach oben gebracht hat, aber aus dieser Hoffnung ist dann zunächst mal, mindestens was die Kursrealität betrifft, nicht allzu viel geworden. Wir hatten gestern einen sehr, sehr schwachen Handelstag. Wir haben den schwächsten Handelstag seit dem 23. September erlebt. Auf der einen Seite, wir haben den Nasdaq, der jetzt 5 Handelstage in Folge negativ war. Das ist die längste Strecke seit August 2017 und auch Dow Jones und S&P 500 haben in 4 der letzten 5 Handelstage verloren, also vor der US-Wahl, da wird es jetzt ein bisschen ruppiger, ein bisschen schwieriger, da werden die Dinge etwas volatiler. Schauen wir uns mal an, wie jetzt derzeit der Stand in Sachen Stimulus ist, meine Damen und Herren. Da gab es gestern eine Meldung, die zunächst mal dann zu steigenden US-Futures geführt hatte, nämlich Pelosi und Mnuchin haben am Montag gesprochen, dieses Telefonat war ja anberaumt, und continue to narrow their differences, sie haben also ihre Differenzen verringern können. So hieß es dann aber Schumer, auch von den Demokraten, der gesagt hat, die Vorschläge der Republikaner seien unzureichend und insgesamt scheint man noch um die Language zu feilen, um die Sprache zu feilen, um die Formulierung zu feilen. Das sind viele Dinge, die uns etwas fern erscheinen hier in Europa, was da sozusagen auf dem Spiel steht mit Formulierungen. Da geht es um Prestige, da geht es um Eitelkeit, da geht es um Herzensangelegenheiten und, braucht uns jetzt nicht weiter interessieren, aber auch das ist eben ein entscheidender Punkt. Insgesamt ist es doch so, dass selbst wenn sich Mnuchin und Pelosi hier einigen würden, dann es große Widerstände gibt, zum Beispiel von den Republikanern ein so großes Paket abzusegnen. Also letztendlich kann man sagen, man streitet sich hier um Details eines 2 Billionen Stimulus-Programms, das eigentlich keine Chance hat, im Senat bestätigt zu werden. Und auf der anderen Seite wollen jetzt die Republikaner und McConnell praktisch erstmal ein 500 Milliarden Dollar Programm abstimmen lassen, das wiederum auch gar keine Chance auf Realisierung hat. Das heißt, egal was hier passiert, letztendlich ist die Chance auf Realisierung relativ gering und das ist vielleicht das, was die Märkte gestern ein bisschen eingepreist haben, was sie haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass das alles ein bisschen schwieriger wird, nachdem man zunächst ja sehr, sehr optimistisch war. Schauen wir uns mal an, was hier auf dem Spiel steht oder was schon eigentlich in den USA hier ausgegeben wurde für diesen Stimulus. Da haben wir über 33% des BIPs. Das ist mehr als im Ersten Weltkrieg. Das ist mehr als im Bürgerkrieg in den USA. Nur im Zweiten Weltkrieg war es noch mehr. Mit 42%. Also wir sehen, das ist für die Amerikaner schon eine riesenteure Angelegenheit. Jetzt die nächste Stimulusgeschichte, die wahrscheinlich ja irgendwann kommt, direkt wieder in die Verschuldung reinlaufen wird. 27 Billionen Dollar lautet die Staatsverschuldung der Amerikaner. Mit Haushaltsverschuldung, mit Unternehmensverschuldung sind wir bei 64 Billionen. Das muss man erstmal reinholen. Das BIP der USA liegt so um und bei 20 Billionen. Man ist also so verschuldet, dass man 3 Jahre komplett arbeiten müsste, um nur die Schulden abzutragen. Aber das am Rande. Schauen wir uns mal an, wie gestern hier die Märkte gelaufen sind. Alle Sektoren, alle 11 Sektoren im S&P 500 waren negativ. Keiner, der wirklich hier deutlich besser gelaufen ist, mit Ausnahme von Utilities, also Versorger, diese super langweiligen Geschichten, die als defensiv gelten, die haben sie noch am besten gehalten. Energie wieder massiv unter Druck, aber vor allem auch Tech unter Druck, vielleicht eine Folge des Verfalls am Freitag, des kleinen Verfalls, da mussten viele Broker dann sozusagen nicht mehr ihre Hedges aktiv halten, dadurch, dass vor allem die Privattrader ja extrem in Call-Optionen auf einzelne Aktien laufen, müssen dann die Broker teilweise diese Aktie physisch kaufen und wenn der Verfall passiert ist, wenn die Optionen verfallen sind, dann braucht man diese Aktien nicht mehr als Absicherung, kann sie verkaufen. Das dürfte einer der Gründe sein, warum Tech gestern nicht so gut gelaufen ist. Schauen wir uns mal hier den S&P 500 an, den Leitindex, wenn man so will.
sehen wir, wir haben ja diese eigentlich bullische Schulter-Kopf-Schulter-Formation, eine inverse, eine umgedrehte. Dann haben wir den Ausbruch nach oben bekommen, über die Nackenlinie hinaus. Und jetzt sind wir sozusagen gestern wieder auf diese Nackenlinie geprallt. Jetzt wirklich ein wichtiges Niveau. Fallen wir jetzt zurück in diese Range, aus der wir vorher gekommen sind, oder prallen wir eben von dieser Nackenlinie ab und gehen dann nach oben? Das wird jetzt die entscheidende Frage. Wenn wir uns mal den VIX anschauen, die Vola-Erwartung, wenn man so will, dann sehen wir auch hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Gestern schon mit einem kleinen Ausbruch über zentrale Niveaus, also da könnten wir durchaus bis zur Nackenlinie laufen, da wären wir dann schon ein Stück weit höher, wären wir locker im höheren 30er Bereich und das würde bedeuten tendenziell schwächere Aktienkurse, wenn sich dieses Muster hier durchsetzt. Wir sehen also, wir haben eigentlich widersprüchliche Muster beim S&P, eine bullische Formation, inverse Schulter-Kopf-Schulter, die dann jetzt getestet wird. Wir haben allerdings einen Ausbruch beim VIX, der letztendlich so eine Art Opponent ist zum S&P. Normalerweise ist es so, steigt der S&P, dann fällt die Vola. Dementsprechend sind das widersprüchliche Signale. Und widersprüchliche Signale kommen jetzt auch von Seth Donald. Am Donnerstag wird dann doch nochmal eine Fernsehdebatte zwischen Biden und Trump stattfinden. Und die Veranstalter haben jetzt durchgesetzt, dass man die Mikrofone abschalten kann, in Erfahrung dessen, was da bei der ersten Fernsehdebatte passiert ist. Und Trump hat gesagt, das findet er unfair. Und er hat ja eigentlich bei der zweiten, oder hat die zweite Debatte abgesagt, weil er gesagt hat, nee, also hier Mikrofon abschalten ist nicht. Jetzt stimmt er doch zu dieser neuen Regelung. Das zeigt, dass Trump unter Druck ist, dass die Trump-Kampagne unter Druck ist, denn die Zahlen sind nicht sehr günstig für Donald Trump. Dazu gleich mehr. Wir haben jetzt die interessante Situation, dass vor allem natürlich die Biden-Wähler per Brief wählen, während fast alle Trump-Wähler vor Ort wählen, also ins Wahllokal gehen. Hier sehen wir jetzt mal am VIX Oktober und November, wie sozusagen die Wahlrisiken eingepreist werden. Wir sehen, wir hatten da Ende September einen Hochpunkt, wo man also dachte, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Wahl angefochten wird. Jetzt dadurch, dass Biden vorne liegt, laut Umfragen, ist hier die Struktur ein bisschen wieder zurückgekommen, ist also die Erwartung ein bisschen zurückgekommen, dass diese Wahl angefochten wird. Woran liegt das? Es liegt eben an den Umfragen. Wir haben jetzt eben die Situation, dass gerade in Sachen Pandemie der Vorsprung von Biden deutlich größer wird, von 7% auf 19% in den letzten 2 Wochen. Und Pandemie, Covid wird jetzt auch in den Amerika immer ein größeres Thema wieder, weil die Fallzahlen und Hospitalisierungen wieder steigen. Und wir sehen das vor allem jetzt, die Demokraten früh gewählt haben. 38% der Befragten haben gesagt, wir haben schon gewählt und insgesamt führt Biden hier bei den früh abgegebenen Stimmen 71% zu 25%. Nicht allzu ungewöhnlich. Die Demokraten gelten generell als Early Voters, die Republikaner eher eben später dann im Wahllokal erst. Aber es zeigt schon, dass die Demokraten eben ihre Leute mobilisieren können. Jetzt gibt es eine interessante Umfrage von Yahoo zum Beispiel, die sagt, okay, es ist so, dass derzeit bei den Independents, die also keiner Partei angehören, Biden führt mit 39% zu 37%. Vor 4 Jahren war es Donald Trump, der bei diesen Unabhängigen 4% Vorsprung hatte bei der Wahl. Dann kommt dazu, dass Biden führt, was die Suburban Voters betrifft, also die Wähler aus den Vorstädten, 50% zu 36%. Da hatte auch Trump noch mit 4% Vorsprung gewonnen in 2016. Trump führt noch bei weißen Wählern mit 7% Vorsprung und bei Senioren insgesamt mit 3% Vorsprung. Aber das Ganze war vor 4 Jahren noch viel, viel deutlicher. Da hatte er 20% Vorsprung bei den weißen Wählern im Vergleich zu Clinton und 7% bei den Senioren. Also man sieht, in diesen entscheidenden Gruppen hatte Trump an Zustimmung verloren. Und 9% derjenigen, die damals 2016 für Trump gestimmt haben, sagen jetzt werden sie für Biden wählen, während nur 4%, die damals für Clinton gestimmt haben, jetzt sagen, sie würden für Trump stimmen. Jetzt kommt hinzu, dass Pennsylvania, der Supreme Court in Pennsylvania,
oder für Pennsylvania geurteilt hat, so muss es heißen, dass die spät reinkommenden Briefwahlzettel gezählt werden dürfen bis zum Freitag. Das hatten die Republikaner in Pennsylvania angefochten, gesagt, hier, wenn der Wahltag vorbei ist, dann ist Schicht im Schacht. Aber nein, das hat jetzt der Supreme Court zurückgewiesen. Das gilt als positiv für die Demokraten, weil die sich eben sehr stark auf Brieffehler stützen können. Gleichwohl hat Trump in Pennsylvania ein bisschen aufgeholt. Jetzt nur noch 49 Biden, 45 Donald Trump. Schauen wir uns an, jetzt wieder zu den Märkten zurückkommen, was generell der Fall ist. Wir hatten gestern ein neues Allzeithoch beim Dow Jones Transport Index. Da sind Fluglinien drin, Eisenbahn, also alles, was sozusagen Transport ist, während der Dow Jones eigentlich nicht wirklich mitkommt. Wir hatten eine Zeit lang immer die Situation, dass der Dow Jones Transport schlechter war und der Dow Jones besser war. Also wir sehen, hier ist eine Divergenz. Nach Dow-Theorie ist das negativ. Ein Warnsignal ist natürlich eine alte Theorie, muss nicht stimmen, aber wir sehen auch, dass generell jetzt so eine Art Generationswechsel dabei der Fall ist, was die Besitzer von Positionen betrifft. Wir haben zum Beispiel Equity Future Positions sind deutlich runtergegangen in dem Zeitraum von einem Jahr, während wir auf der anderen Seite die Robin Hooder haben, die wahnsinnig jetzt hier sich einkaufen in die Aktien, und die haben derzeit ein kleines Problem, denn es sind praktisch ja die Margen bei allen Retail-Anbietern erhöht worden, also bei allen Privatkunden. Die Broker haben die Margen erhöht jetzt im Vorfeld der US-Wahl. Auch das bedeutet, dass da eben weniger Aktien gekauft werden können. Und wenn man diese Aktien kauft, dann sieht man, dass die Kreditwürdigkeit der dahinterstehenden Unternehmen deutlich gelitten hat in den letzten Jahren. Hier sind die S&P Non-Financial Credit Ratings, und wir sehen, wir haben hier eine massive Kreditverschlechterung seit 1980. Es gibt immer mehr Firmen, die praktisch Junk sind oder die ein Rating haben, das nur noch ganz knapp über Junk ist. Auch das ist sprechend, und wir haben jetzt, um nochmal nach Europa zur Corona-Geschichte zu kommen, dass Irland praktisch sagt, wir werden jetzt eine Art Lockdown machen. Die meisten Geschäfte, Bars und Restaurants werden geschlossen. Wales beginnt das ja jetzt mit einem völligen Lockdown, sogar mit Ausgangssperre. Wir haben also jetzt eine Situation, wo diese zweiten Lockdowns durchaus realistisch wären, zumindest in einigen Ländern. Und damit ist das Thema eben ganz, ganz oben. It's the pandemic. Das ist sozusagen das Entscheidende, die entscheidende Fragestellung für diese US-Wahl. Ist es die Pandemie oder ist es die Wirtschaft? Bei der Wirtschaft liegt Trump vorne bei den Befragten, die sagen, der hat mehr Kompetenz als Biden, aber eben nicht in Sachen Pandemie. Und da ist die Achillesferse von Donald Trump. Das ist vielleicht die Achillesferse für die Märkte. Wenn eben jetzt weitere Lockdowns kommen, dann aber wiederum würden die Notenbanken eingreifen. Jetzt gibt es natürlich die Impfstoffhoffnung, aber was würden die Notenbanken tun, wenn wirklich ein Impfstoff da wäre, der funktionieren würde, woran mir der Glaube fehlt. Aber sei es drum, wir haben also eine etwas skurrile Situation. Wir haben widersprüchliche Signale, etwa vom S&P 500, der die Chance hat, sich zu erholen, laut Charttechnik, während der VIX eigentlich ausgebrochen ist und nach oben deutet, was dem S&P-Chart widerspricht. Also ein bisschen schwierig, es bleibt choppy, es bleibt nervös, Vola ist garantiert, und heute ist die letzte Chance auf Stimulus. Wenn das nicht kommt, bin ich gespannt, wie die Aktienmärkte reagieren. Ich sag's, Servus und Ciao.